Sascha, guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass Sie alle wieder einschalten. Der Ölpreis gestern mit einem deutlichen Sprung nach oben. Der DAX hält sich auch über der 13.041 und damit ja, die akute Gefahr einer direkten Korrekturfortsetzung ist nicht da. Aber man kann davon ausgehen, dass die Bären, die Verkäufer, einfach nur darauf warten, dass der nächste Tweet kommt, um dann zuschlagen zu können. Denn wir haben ja schon die Situation, dass wir einen Tagesschluss am Montag unter der 13.041 bekommen haben und damit dann auch die Gefahr, beziehungsweise damit haben wir auch die Aktivierung von einem 1-2-3-Top bekommen. Ja, wir haben hier den Impuls abwärts, Schlusskurs unter dem Tief vom 21. November. Und auch wenn wir jetzt drüber sind, man sieht hier bei 1,34 ist die 20-Tage-Linie zu sehen. Die mache ich mal hier grün und ein bisschen dicker. Gleichzeitig haben wir nun heute doppelt die 2,618er Fibonacci-Preiserweiterung getestet. Da sind wir auch gestern Abend nicht drüber gekommen. 2,618er bei 170 ist aus dem 1-2-3-Boden vom gesamten Korrekturtief eine Fibonacci-Preiserweiterung. Hier sind die vorbörslichen Grenzen. Jetzt mal gucken, was er da draus macht. Und damit dann auch schon guten Morgen in die Runde an den Peter in Warm-Up, Mario L., Thomas L., Marco Köhl, Taipan Tau, Albi, Andi Anna, Harald Raschke, den Guido, Trader Boss, Andi Rita, Jeremy. Schönen guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Huckleberry Finn, Servus. Acropora, guten Morgen. Und an Uli und Lisa Lustig, guten Morgen an euch. SPX ist gut gelaunt hier unterwegs. Signallage ist jene nach der Bodenbildung hier unten. Haben wir heute im Nachthandel so eine gewisse Basis bei der 2,618er Fibonacci-Preiserweiterung ausgebildet. Nach oben wäre jetzt ein Ziel bei der 126,87 der dort liegenden 4,236er Fibonacci-Preiserweiterung. Germany 30 bisher neutral. Wirecard auch mit negativen Presseberichten. Die waren schon 2% im Minus vorbörslich, jetzt minus 0,8%. Wirecard, die technische Situation, jene, dass wir immer noch einen aktiven Boden haben, über 107,8. Da müssen wir über 121,26 drüber schließen, um weiteres Potenzial zu eröffnen in Richtung 129,58. Das ist nicht gelungen, sodass durchaus noch einmal ein Test der 107,8 anstehen könnte. Unter 107,8 wird sich die technische Situation eintrüben, weil man dann ein bisschen dran zweifeln müsste, ob hier der Boden und die Bodenbildung wirklich nachhaltig ist bei Wirecard.
der Bitcoin gestern, und das war so ein bisschen auch die Befürchtung, die ich äußerte, kam gestern ein Short Squeeze in den Markt und jetzt ist der Bitcoin wieder drunter. Also die Bären haben quasi dann sich das mit angeschaut, sind offenbar erneut short gegangen, jetzt wieder 7,389, solange wir da drunter bleiben, wäre ein bärischer Druckaufbau in Richtung des Punktes 2 möglich. Finde mich hier im 3-Stunden-Chart, eine Kerze steht für den Preisverlauf in 3 Stunden. 6.870 ist hier der Punkt 2, dort könnte es hingehen, darunter sogar tiefer. Also jetzt mal darauf achten, ob die 7.389 hier zum Widerstand werden beim Bitcoin. Und solange sich der Germany 30 hier innerhalb der vorbörslichen Grenzen befindet, hier ein Blick auf den Euro zum US-Dollar. Euro zum US-Dollar haben wir hier die Situation, dass wir einen Boden ausgebildet haben. Ein 1, 2, 3 tief. Bei 1, 1 ist der Punkt 1 doppelt bestätigt worden. Und jetzt geht es hier um den Versuch, die 1,1097, ein höheres Hoch dort auszubilden. Insgesamt kann man sich hier bei Euro-Dollar orientieren an den Fibo-Marken. Nach oben. Den Chart von Euro-Dollar stelle ich auch mal rein ins Chart-Forum. Den Chart von Bitcoin findet ihr schon dort. Den Chart von Wirecard stelle ich jetzt auch rein ins Chart-Forum. Wenn ihr Charts mit mir teilen möchtet, die ich mir anschauen soll, dann geht über Nachrichten und Marktanalysen dann Chartforum. Müsst euch hier einmal registrieren und könnt dann eure Charts reinstellen. Über den Chat könnt ihr mir einfach zurufen, dass ich mir bestimmte Charts anschauen soll und die bewerten soll. Dann kann ich das hier gerne machen. Dazu benötigt ihr ein Demo- oder Live-Konto bei uns. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr an unserer CMC-TV-Umfrage teilnehmt. Viele haben das schon getan. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade in den Chat den Link reingestellt dazu. Bisher hier keine Signale dafür, dass wir hier eine Trendumkehr haben in der laufenden Aufwärtsbewegung. Hier im 5-Minuten-Chart ja gut zu sehen, dass der SPX sich hier doch aufwärts bewegt hat. Und das ging los um 7 Uhr. Und jetzt kann man natürlich auch das Trendverhalten seit diesem Aufwärtsimpuls sich anschauen und gucken, ist das noch gesund? Gibt es hier irgendwelche Hinweise auf der Trendwende?
Und wenn man das einfach so grob hier nachzeichnet, dann sieht man ja ganz gut, höheres Hoch, hier höheres Hoch, wieder höheres Hoch und kein tieferes Tief. Ja? Hier höheres Hoch, höheres Hoch. Das hier ist jetzt zwar ein tieferes Tief als hier, aber es wurde zwischenzeitlich ein höheres Hoch gemacht. Damit wurde hier gab es kein Unvermögen bisher, ein höheres Hoch auszubilden, das von einem tieferen Tief gefolgt wurde. Na, also was das jetzt hier quasi ist, ist technisch betrachtet ein Diamant. Dieser Diamant kann am Ende von der Aufwärtsbewegung stehen oder eben an der Mitte der Aufwärtsbewegung. Es scheint jetzt nach oben aufgelöst zu werden, würde bedeuten, dass wir so ein Measured Move Setup jetzt hier machen können also hier die gesamte Höhe der Aufwärtsbewegung so ungefähr am Ausbruchspunkt nach oben projizieren und haben dann 100% Extension nach oben von diesem Diamanten, der dann an 50% der gesamten Rallye-Strecke steht. Und da kommen wir dann, oh Wunder, raus bei der 423.6. Das wäre also harmonisch, dieses Ziel. Das möglicherweise hier erreicht werden könnte. Ein Diamant ist eine zunehmende Volatilität, abnehmende Volatilität. Und dann je nachdem, in welche Richtung es aufgelöst wird, eine entsprechende Bedeutung als Trendwende oder Trendfortsetzungssignal. Wir haben die Möglichkeit für ein 1, 2, 3 Tief jetzt auch im Germany 30, der ja hier mit der 907 Kerze ein tieferes Tief machte, also die vorbörsliche Tiefunterschritt. Signallinie ist hier bei der 53,88. Zwei, drei. Wichtig ist jetzt und wäre jetzt, dass der SPX ein höheres Hoch macht. Und hier jetzt dann nicht scheitert. Würde er scheitern und ginge er unter das Tief von der 902 Kerze, dann hätte man 1, 2, 3 Top. Chinesisches Handelsministerium sagte heute Morgen um 8.06 Uhr, dass USA und China enge Kommunikation pflegen, dass wenn ein Phase 1-Vertrag abgeschlossen ist, dann sollten Strafzölle gesenkt werden. Das ist schon ein bisschen ein Eingeständnis von der chinesischen Seite, weil man ja zuvor sagte, schon mit dem Unterzeichnen von dieser Phase 1 müssen Strafzölle gesenkt werden. Das sagte ja die amerikanische Seite, das könnt ihr euch abschminken, das wird es nicht geben. Weitere Details zum Verlauf der Handelsgespräche gab es hier von chinesischer Seite heute Morgen nicht. Germany 30 schafft es nicht, ein höheres Hoch zu machen, damit kein 1, 2, 3 Tief gebastelt. Macht jetzt ein tieferes Tief und könnte eine Signalkerze für Trendbewegung abwärts ausbilden. Oder einen neuen Standpunkt, einen Startpunkt für einen neuen Impuls. Mal schauen. Der SPX macht kein höheres Hoch, damit die Gefahr durchaus da, dass wir ein 1, 2, 3 Top bekommen an der Stelle. Bei einem 1-Minuten-Schlusskurs unter der 115,51. Die OPEC offenbar möchte über tiefere
Fördermengensenkungen von über 400.000 Barrel pro Tag nachdenken. Technisch die Situation ist spannend, da wir 57,93 heute Morgen fast getestet haben. Das Tief heute Morgen lag bei 58,06, also 9 oder 10 Cent darüber. Solange wir das halten, wäre durchaus die Möglichkeit gegeben, dass wir diese Seitwärtsspanne, diesen Widerstand hier oben nach brechen und Richtung 61,71 wäre dann das Ziel und das 57,93 wäre 57,41 ein Ziel. Unter diesen beiden Marken würde sich hier das Rallye-Potenzial eintrüben. Genau auf diesem Niveau, wo wir jetzt aktuell sind beim WTI, hier im Tageschart zu sehen, gab es immer wieder Einbrüche. Die Frage ist jetzt mit der OPEC, mit der Möglichkeit, dass sie eben stärker als erwartet die Fördermengen senken, könnte es möglicherweise eine Verhaltensänderung geben. Mal schauen. Goldman Sachs erwartet, dass die Differenz von Brentöl zu WTI über das Jahr 2020 hinweg im Durchschnitt 4,50 Dollar beträgt. Derzeit kostet WTI 58,29. Brent wird gehandelt bei 63,55. Seit Jahresbeginn ist die Differenz von WTI zu Brent im Schnitt bei 7 Dollar gewesen. Das erwartet Goldman Sachs, dass sich das im nächsten Jahr etwas abschwächt. Warum ist Brent so viel teurer als WTI? Nun, das liegt zum einen an der Förderung von des Frackingöls in den USA. Ich komme da gleich nochmal zu dem Thema. Wir haben jetzt genau einen Test von der 20-Tage-Linie. Die habe ich hier als grüne Linie eingezeichnet, 13.134 gesehen. Und davon ausgehend wäre jetzt die Chance für einen neuen Impuls, für ein neues 1, 2, 3 Tief. Mal aufpassen. Hier sehen wir so eine weitere Konsolidierung hier beim SPX, der immer noch neutral. Ja, Brentöl ist mehr so der Preis der Weltmarktpreis fürs Öl. Und da wir ja doch über das Jahr 2019 hinweg uns mit Rezession und so weiter auseinandergesetzt haben, ist doch auch die Nachfrageseite weltweit und vor allem hier getrieben durch China und die Abschwächung dort schwächer gewesen, damit der Brentpreis insgesamt geschwächt. Aber das liegt vor allem an der WTI-Überproduktion aufgrund der Fracking-Produktion. Da ist aber zu lesen, unter anderem im Wall Street Journal, dass einige Fracking-Unternehmen dann doch angesichts der recht tiefen Preise darüber nachdenken, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt nicht maximale Zahlen an neuen Feldern unbedingt jetzt in Betrieb nehmen, sondern lassen uns vielleicht sogar ein bisschen Zeit und warten, bis die Preise wieder ein bisschen auskömmlicher werden. Erdgas- und Ölproduktion in den USA ist auf Rekordniveau. EQT, Chesapeake Energy, zwei Fracking-Unternehmen aus den USA. Germany 30 mit einem tieferen Tief. Testet hier immer noch die
20-Tage-Linie. Ja, man sieht es hier mit dem Fracking-Unternehmen EQT. Geht es abwärts? So viel verdienen die nicht. EQT und Chesapeake sagten in den Bilanzpressekonferenzen zum dritten Quartal, Chesapeake sieht ähnlich aus hier, totaler Absturz, schon fast nichts mehr wert. Also die pumpen zwar viel Öl, verdienen aber nichts damit. Ja, und die haben beide gesagt, dass sie 2020 ihre Outputmengen verringern könnten. Diamondback Energy, ein weiteres Fracking-Unternehmen aus den USA. Kommen wir gleich nochmal dazu. Die 20-Tage-Linie ist jetzt gleichzeitig auch die Signallinie für den heutigen Tag, weil die 920-Kerze, die ist dieses erste Mal quasi unter dem vorbörslichen Tiefschloss zur Bestätigung von der Trendbewegung abwärts, wäre jetzt ein Schlusskurs unter deren Tief notwendig, also unter 134,32, das scheint hier gerade zu kommen. Mögliches Ziel daraus wäre noch einmal der Bereich hier um die 100, also 13.100er Marke. Unterhalb von 115,51, wie gesagt, entsteht ein 1, 2, 3 Top. Ja, die große Frage ist, wenn jetzt die Fracking-Produktion nächstes Jahr eingeschränkt wird, kann das dazu beitragen, dass sich die Fracking-Aktien stabilisieren? Ich führe das Thema gleich mal fort. Wir haben jetzt hier entstehende 1, 2, 3 Tops. 61,8er Ziel bereits erreicht im SPX. Also sieht man auch wieder schön, dass so ein Impuls und der Versuch und das gezeigte, demonstrierte Unvermögen, Top zu aktivieren, den Umkehrschluss eben gelten lässt, nämlich das hier, das Unvermögen tief zu machen, ein Short-Signal ist. Da einfach das Gegenteil machen. Gut, also wir haben 1, 2, 3 Tiefs jetzt bei 1, 2, 3 Tops, hier ein 1, 2, 3 Top im SPX, ein Signal für eine Trendbewegung abwärts im Germany 30. Und jetzt muss man gucken, bleibt er hier unter der 115,51? Und dann kann man sich hier in den Fibonacci-Preiserweiterungsmarken orientieren. Yo, Diamondback Energy, hier ein Fracking-Unternehmen aus den USA mit einem 1, 2, 3 Tief. Und die haben jetzt gerade die 76,59 getestet. Mögliche Bestätigung von der Bodenbildung, den wir hier oben die 261,8er erreicht haben. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Mm.
Talon Petroleum, ein weiteres Fracking-Unternehmen aus den USA. Bereits mit einem tieferen Tief. Also jetzt dann hier aus dem Tageschart bisher nichts zu erkennen, was auf eine Stabilisierung hindeuten könnte. Vielleicht ein wenig das Hoch vom 22. November bei 3,80 wäre hier, wird beachtet vom Markt und Schlusskurs. Darüber könnte das noch ein kleines 1, 2, 3 Tief aktivieren, da ist aber die Impulsstärke mir zu gering. Cimarex, weiteres Fracking-Unternehmen aus den USA. Da haben wir durchaus im Wochenchart einen Impuls. Jo, das kann man gelten lassen. Also hier bei Cimarex wird es interessant über 54,40. Da kann man auch einen Preisalarm einstellen dafür. 54,40. Mal prüfen. Jawohl. Also wenn jetzt 44,40 gehandelt werden, dann bekomme ich hier eine E-Mail, eine Push-Notification hier auf mein Smartphone und eben innerhalb der Plattform einen Hinweis. Wenn die darüber handelt und darüber schließt, würde quasi ein Boden entstehen. In der Zwischenzeit kann ich hier den Chart zumachen. Alles, was da so pendeln passiert oder darunter passiert, interessiert mich nicht. Ja, es ist eine neue Dynamik im Fracking-Sektor in den USA, freiwillig auf Produktionsmengen zu verzichten. Aus der Not heraus geboren. Man hat zwar genug Öl, aber man hat zu viel Öl produziert, sodass man daran nicht genug verdient. Und bevor man pleite geht, versucht man eben weniger zu produzieren, um sich selbst da ein bisschen zu retten. US-Ölproduktionswachstum hat in diesem Jahr bereits abgenommen. Das könnte in den kommenden Jahren, 2020, weiter abnehmen. Wenngleich es weiter wächst, nicht mehr so schnell wie zuvor. So, jetzt haben wir hier einen schönen Impuls, der im SPX allerdings fehlt. SPX hat die 61,8er 4-monatige Preiserweiterung getestet und die 200-Minuten-Linie, die eben auch dort unten liegt, im Germany 30 hier bisher einfach so ein Gegenimpuls. Das kann auch einfach auf Eindeckungen zurückzuführen sein von der Verkäufern. Da bräuchten wir jetzt einen Rücklauf und ein höheres Hoch. Möglichst eben auch durch den SPX-Bestätigung, da fehlt halt ein bisschen der Impuls aufwärts bisher. Ja, und solange das eben keine Struktur hat, die ganze Geschichte, weil einfach nur in einem Zug nach oben geht, dann ist das Ganze auch instabil. Zu steile Trends sind instabil.
Werner Gerstner schreibt, Jochen, wird es dieses Jahr eine Jahresendrallye geben im DAX? Wo ist er, der Terminal 30? Das hängt für mich sehr engmaschig davon ab. Was jetzt hier passiert im Kontext von dieser 13.041. Denn wenn wir jetzt hier uns wieder drunter etablieren unter 13.041, dann sehen wir wahrscheinlich erstmal eine Korrektur bis 12.835, möglicherweise sogar tiefer. Und so viele Tage gibt es ja nicht mehr bis zum Jahresende. Auf der anderen Seite, 13.041 wird man das verteidigen. Ja, und hier ein paar Mal testen. Und wir sehen, das wird immer wieder gekauft, keine Schlusskurse mehr drunter. Dann könnte man einen bullischen Druckaufbau sehen. Und da muss man mal gucken, was nach oben dann kommt. Hängt das von den Handelskrieg-News ab? Ja. Daher ist das Ganze nicht einschätzbar. Technisch, die Tops, die in den vergangenen, in diesem Jahr immer entstanden sind, sind immer so gewesen, in dieser Form. Wir haben erst einen Abwärtsimpuls, Unvermögen des Marktes, ein höheres Hoch auszubilden, tieferes Tief, also ein Aktivieren von einem 1-2-3-Top und dann sofort nochmal drüber gehen. Aber er ist dann nach oben nicht weitergekommen. Und genau darum geht es gerade, das auszuloten, ob er nach oben weiterkommt. Ein erneuter Schlusskurs unter 13,41 könnte quasi das besiegeln, dass wir möglicherweise in Richtung 8,35 tiefer gehen. Also dann eher kein Tief. Für den Moment haben wir hier jetzt 1, 2, 3 Tiefs in Germany 30 und im SPX. Sie werden zumindest versucht. Der Schlusskurs kommt in 30 Sekunden von der 1-Minuten-Kerze. Na, deswegen macht es Sinn, auf die Schlusskurse zu warten. Die Kerze kann am Ende auch nochmal ganz anders aussehen. Zum Beispiel in Form von einem Shootingstar. Das ist eine bärische Kerze, eine diesen Widerstand bestätigende Kerze. Petra wünscht sich TripAdvisor, ja, auf den ersten Blick hier kein Signal, das ist also hier ein Tief. Das tiefer liegt als hier im November 2017 und bisher, was hier fehlt, ist jeglicher Impuls. Also die bewegt sich hier einfach nur seitwärts. Da muss man erstmal auf einen Impuls warten und dann auf ein 1, 2, 3 Tief, das ist derzeit nicht zu sehen. Was quasi im Sinne dieses laufenden Abwärtstrends zu werten ist, also intakter Downtrend hier bei TripAdvisor. Platin war hier auch, wer hat sich das gewünscht gehabt?
Stefan M. Auf WTI bin ich eingegangen schon. Schwarzer Prinz, schönen guten Morgen. Ja, Platin, wie sieht es da aus? Situation beim Platin, haben wir ein aktives 1, 2, 3 Tief. Wir sind schon fast die volle Bewegung gegangen, 4,23,6. Oft ist es so, dass wenn wir so ein 1, 2, 3 Tief haben, das bis zur 4,23,6 läuft, dass der Markt nochmal runter will zum Punkt 1. Das wäre $800,50 als mögliches Ziel. In der Zwischenzeit kann man sich hier orientieren an den Fibonacci-Marken. Nach unten Unterstützung 8,77, nach oben 9,25. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Das ist das Einfachste, den Chart einfach dort abzurufen, um dann eben eine Orientierung zu haben. Der Germany 30 im 1-Minuten-Chart aktiviert bereits ein 1-2-3 Tief. Der SPX hadert noch ein wenig damit. Was wir bisher im SPX haben, ist einfach nur ein Bestätigen von dem Top, das hier entstanden ist. Und jetzt versuchen die Bullen da halt so ein 1, 2, 3 Tief dagegen zu stellen. Bisher ist es nur der Versuch. Der Germany 30 läuft jetzt schon nach oben. Das kann sich rächen, wenn der SPX jetzt hier nach unten abdrehen sollte. Deswegen immer gegenseitige Bestätigungen. Ist, finde ich, sinnvoll, zumal der DAX ja der kleinere Index ist. Die Bet at Home haben wir nicht als CFD, kann ich leider nicht auswerten. Franck-Französisch, sorry. Ray Edelmann würde sich für TUI interessieren. So, SPX jetzt hier auch mit der Aktivierung von einem 1, 2, 3 Tief. Bei TUI haben wir ein 1, 2, 3 Tief bereits Juni ausgebildet, haben die 4,23,6 erreicht, 12,29. Damit eigentlich hier auch eine volle Bewegung. Im Wochenchart bisher keinen Top an der Stelle zu erkennen. Im Tageschart auch nicht. Aber wir haben hier bei der TUI halt schon, sind schon sehr weit gelaufen. Der Boden ist bei 8,66 entstanden, wir sind jetzt bei 12,30. Also mitten im Weg schon quasi schon wieder in der Zone angelangt, wo man grundsätzlich mal davon darauf schauen kann, ob hier nicht ein Top entsteht, ein 1, 2, 3 Top. Ja, das normalerweise dann 4,23 bis 5,81 kann, also was heißt normalerweise, dort kann ein Top entstehen, weil eben die volle Bewegung hier schon gelaufen ist. Also insofern hier mal ein bisschen aufpassen. Sollte die Aktie zurückkommen, kann man dann hier auf der Unterseite eben die Fibonacci-Marken als Unterstützung ins Visier nehmen, 10,90 wäre das nach unten, nach oben die 12,29 ist ein Widerstand. So, Stefan M. fragt, wenn es über den Shooting Star geht, 9,34, dann wird es besser aussehen. Nun, der Shooting Star ist nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass er jetzt über dem Impuls hoch von der 9,29 Kerze geschlossen hat, was er tut. Sollte er auch darüber bleiben,
hätten wir ein aktives 1, 2, 3 tief. Also eine 1, 2, 3. Nur weil da jetzt ein Shooting, nee, nicht 3 hier, sondern hier ist die 3 entstanden. Nur weil da jetzt ein Shooting Star entsteht, ist das im Kontext von einem 1, 2, 3 nicht wichtig, sondern wichtig ist einfach nur, dass er dann über den Punkt 1 schließt, um die 3 zu generieren, um dann eben nach oben diese Fibonacci-Preiserweiterung zu aktivieren. Natürlich kann man auch nach Candlestick gehen und Candlesticks sich anschauen, dann wäre der Shooting Star erst beim Schlusskurs über dem Hoch von dem Shooting Star, 115,58, wäre der Widerstand von diesem Shooting Star rausgeräumt. Ja. Da kann ich jetzt dann auch eine Linie zeichnen, im Hoch von diesem Shooting Star. Und da sind wir drüber gegangen und jetzt testet er gerade. Okay, bleiben wir so, gehen wieder drunter, bärischer Fall, gehen wir drüber, wäre quasi dann eine Bestätigung von diesem 1, 2, 3 und quasi dann Impulsfortsetzung nach oben. Kann man natürlich alles dann immer auch kombinieren. Also von dem her gut und richtig hier auf den Shooting Star zu achten. Wir sind wieder über der 20-Tage-Linie, über der 134. Haben hier auf der Unterseite nochmal die 1,618er Fibonacci-Preiserweiterung getestet. Die wir gestern auch schon mal getestet haben, 15 Uhr. Das ist jetzt hier nochmal zack drauf und dann Boden gebildet und weiter. Also als Unterstützung die 100er Marke quasi bestätigt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Den Link dazu habe ich gerade in die Beschreibung bzw. in den Chat reingestellt. Russischer Energieminister, der sich zuletzt noch gegen Fördermengenkürzungen aussprach, hat es abgelehnt, gegenüber der Presse irgendeine Indikation zu geben, wie Russland jetzt dasteht. Man möchte das OPEC-Plus-Meeting morgen abwarten und man werde ja heute noch ganz viel erfahren über die Fördermengenkürzungen. Macht das an der Stelle auch Sinn, mal auf Erdgas zu schauen? Hier das Sentiment verbessert, dann könnte das auch das Erdgas mit in Sippenhaft nehmen. Wenn es bei der OPEC hier nicht unbedingt um Gas geht, sondern um Öl. Aber well, 2,40, da müssen wir drüber, das haben, beziehungsweise 2,37, da müssen wir drüber, per Tagesschlusskurs, das wurde hier im laufenden Handel abgelehnt. Der Tagesschluss darüber könnte uns hier ein 1, 2, 3 Tief und Aktivieren von dem bringen mit den Fibo-Marken möglicherweise nach oben. Im Wochenchart übergeordnet müssten wir über das Hoch von der Woche vom 14. September 271 drüber. Das haben wir eben nicht geschafft hier, um eben größeren Boden zu aktivieren. Also macht durchaus Sinn, hier auch einen Preisalarm einzustellen, 2,72 bei Erdgas. Ja, habe ich sogar schon drin, deswegen kann ich mir so auch sparen. Ist hier schon drin, 2,72. Den habe ich schon eingetragen.
So, jetzt aufpassen, wir sind unter dem Punkt 1. Wenn wir da jetzt drunter bleiben, wäre nicht so schön. Dann könnte hier ein tieferes Tief kommen. Es ist halt so ein bisschen Kräfte messen. Ja, wir haben hier im 1-Minuten-Chart ein 1, 2, 3 Top. Hier ein 1, 2, 3 Tief. Und jetzt muss man gucken, wer gewinnt jetzt von den beiden. Die Käufer oder die Verkäufer. Und deswegen wäre jetzt... ein Bestätigen von diesem Punkt 1 als Widerstand, was wir jetzt hier für den Moment haben, eine mögliche Chance, die die Verkäufer wittern könnten, um den Index hier nach unten zu drücken. Natürlich gilt auch der Umkehrschluss. In Germany 30 haben wir hier jetzt den Punkt 1 getestet. Da waren wir noch nicht drunter. Ja, und die Erkenntnis, dass es hier auf der Short-Seite keinen bärischen Druckaufbau gibt, führt jetzt hier zur Eindeckung von Leerverkaufspositionen, Aufbau von Long-Positionen, höheres Hoch.
Gut, der bullische Fall wäre jetzt noch als Abschlussbemerkung, wenn wir die 1,15 quasi jetzt bestätigen als neue Unterstützung, dann könnten wir es zu tun haben mit einem bullischen Druckaufbau nach oben und dieses Top aus dem Markt räumen, dann wäre quasi die Chance gegeben, dass wir hier nach oben die 1,2687 erreichen. Ich klinge mich aus an der Stelle. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei euren Trades. Wenn ihr mögt, dann seid auch morgen wieder mit dabei ab 8 Uhr für CMC Espresso, ab 9 Uhr dann für das Börsenbuffet. In dem Sinne dann bis morgen. Servus.